Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet. Und ihr seht schon, die amerikanischen Flaggen da oben am Bildschirmrand. Das heißt, das Update ist tatsächlich erschienen. Und das Turnier startet, wenn das Video online geht, morgen, beziehungsweise ein paar Stunden schon. Für mich aber jetzt noch, warte mal, wenn das Video online geht, dann heute, aber für mich jetzt noch morgen, so ist es richtig. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Gibt ein paar neue Sachen, auf die wollen wir heute eingehen, vor allem auf die historischen Fische, damit wollen wir uns heute eigentlich befassen. Zumindest mit den ersten, weil das sind, glaube ich, 12 Stück. Ich habe natürlich wieder die Liste nicht, muss ich gleich mal eben auf dem Handy googeln. Aber auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung dann nochmal, wo welcher Fisch zu fangen ist und so weiter und so fort. Ob ich dann tatsächlich zu allen historischen Fischen ein Video mache, weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall, das kommt halt wirklich darauf an, wie weit ich in dem Turnier komme. Weil wenn ich da weiterkomme und damit ein paar Tage beschäftigt bin, dann muss ich mich natürlich darauf irgendwie vorbereiten und mich damit beschäftigen. Und hab dann nicht so mega Zeit, mich mit den historischen zu beschäftigen, weil die sind wirklich hart zu fangen. Also ich bin schon seit, ich glaube, 3-4 Stunden oder so, also Realtime-Stunden, hier in Texas am Werken und versuche den kack-historischen Barsch zu fangen. Den kann ich auch schon mal sagen, habe ich bis jetzt noch nicht erwischt. Ich versuche den noch zu erwischen und da hinten dran zu schneiden. Wenn nicht, zeige ich euch auf jeden Fall, wie der geht. Und dann könnt ihr das selber versuchen, auch wenn ich den dann nicht im Video habe. Ist ja egal, ich habe noch zwei andere dabei, die sind dann auf jeden Fall drin. Ja, Turnier, wie gesagt, wir gehen einfach mal davon aus, dass ich eh in der Qualis rausfliege, aber man weiß ja nie, ne? Und dann hätte ich natürlich Zeit dafür. Das Turnier können wir uns eigentlich auch direkt mal angucken, denn das ist natürlich schon so erstmal die Hauptneuerung. Haben wir hier, also ich habe mich schon angemeldet, deshalb steht das hier schon drin. Normalerweise müsste man dann hier drauf klicken und dann sehen wir halt hier die Independence Trout Open. Kann man sich hier registrieren? Hier steht ja nochmal alles aufgelistet. Die Qualifikationsrunden sind tatsächlich immer 2 Stunden lang. Und zwar zu verschiedenen Zeiten. Also das geht dann los ab 19 bis 21 Uhr. Um 21 Uhr spielt dann logischerweise Deutschland. Da muss man dann Deutschland gucken bis 23 Uhr, wenn nicht in Verlängerung geht. Und um 23 Uhr geht dann schon die zweite Qualifikationsrunde weiter. Ja? Das wird richtig hart. Vor allen Dingen, wenn man... Na gut, ich muss einfach versuchen, mich in den ersten zu qualifizieren. Dann kann ich mir die anderen beiden natürlich sparen. Aber man darf auf jeden Fall alle 3 mitspielen, falls man sich nicht qualifiziert in den ersten beiden. Können wir die dritte zur Not auch noch spielen. Die ist dann halt nachts von 3 bis 5 Uhr. Ja. Muss man halt wissen, ob man durchmachen will oder nicht. Ich werde auf jeden Fall durchmachen, wenn ich da nicht weiterkomme. Aber sehen wir dann. Ja. Und die ersten 10 von diesen Qualifikationsrunden qualifizieren sich jeweils für das Halbfinale, was dann am Sonntag? Ist das Sonntag? Samstag? Sonntag. Sonntag 19 bis 21 Uhr ist dann das Halbfinale und am Dienstag von 19 bis 21 Uhr das Grande Finale. Also im Finale kommen dann auch nochmal von den 30, die damit spielen, die 10 Besten ins Finale und so weiter. Hier steht das nochmal drin. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt gehabt. Ich werde das jetzt hier so grob überfliegen. Für diejenigen, die sich dafür interessieren. Jedermann ist, wie gesagt, berechtigt daran teilzunehmen, der über 18 ist. Das fehlt hier, glaube ich, aber das steht dann da, wenn man sich hier draufklickt, dann kommt da nochmal so ein Bestätigungsfeld. Ja, ich bin über 18 und die License Agreement zum Durchlesen steht auch nochmal drin. Die Levelbeschränkungen sind aufgehoben für die benötigten Gewässer, logischerweise. Habe ich auch schon gesagt gehabt im letzten Video. Teilnehmergebühr beinhaltet Lizenzen. Nein, steht jetzt nochmal, dass man halt in die Top 3 muss, um die nächste Runde zu erreichen. Also 3 Chancen auf das Erreichen des Halbfinals. Da steht dann halt nochmal, dass man halt wirklich bei allen 3 mitmachen darf. Jede Runde findet in Realzeit statt. Ich bin gespannt, ob man tatsächlich die vollen 2 Stunden hat oder ob man in den 2 Stunden dann, wie bei den normalen Turnieren, da steht dann, glaube ich, tatsächlich, das läuft 120 Minuten. Ja, hier, Wettbewerb 220 Minuten, also das läuft wirklich dann 2 Stunden. Also, man kann natürlich Pause machen, aber das geht halt dann von seiner eigenen Zeit ab. Das Ding ist, man muss halt wirklich die 10 schwersten Fische fangen. Steht da hier dann nochmal. Ich gucke erstmal hier weiter durch, bevor jetzt hier uns verzettelt. Aber hier steht jetzt eigentlich nichts Neues drin. Also ja, bla 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 bla, ihr wisst Bescheid. Top 10. Naja, hier steht nochmal, dass man dann an den anderen Qualifikationen logischerweise nicht mehr teilnehmen kann, wenn man einmal eine Top-10-Platzierung erreicht hat. Dann nehmen wir an, wir qualifizieren uns direkt im ersten, dann können wir beim zweiten und dritten logischerweise nicht mehr
anmelden und den Leuten quasi die Plätze wegnehmen. Und die ersten drei bekommen dann halt Anteil von diesem Preispool. Regeln und Beschränkungen. Es gibt Minimalgewichte für die Forellen tatsächlich. Die stehen auch nochmal bei den einzelnen Qualifiern dann, glaube ich, drin. Nur Schonhaken dürfen verwendet werden und ein Setzkescher. Das hat den einfachen Grund, weil wir halt genau die 10 Fische fangen müssen, die halt im Setzkescher zählen. Und die zu viel sind, die müssen freigelassen werden. Also die haben sich schon so ein bisschen an die... Wie nennt man das? An die Real-Life-Regeln. Keine Ahnung, ob die in Amerika so sind, dass man da nur mit Schonhaken angeln darf. Aber auf jeden Fall fischschonend, dass man die nicht da verletzt. Also schon so ein bisschen unter ethischen Gesichtspunkten haben sie versucht, das aufzubauen. Wie gesagt, man muss dann halt am Ende 10 Fische im Kescher haben, die halt möglichst groß sind und das Gesamtgewicht entscheidet dann. Ja gut, da gibt es noch einen zusätzlichen Preis für die größte Forelle und sonst steht da nichts mehr. Hier sehen wir nochmal die Turnierbelohnung. Der erste bekommt dann also 1000 Dollar, der zweite bekommt 400 Dollar und der dritte 100 Dollar. Also wer gewinnt, hat natürlich hier schon mal ordentlich Scholler gemacht. Und dann gibt es noch hier so ein Ingame-Geld natürlich für die Gewinner der einzelnen Turniere in die Runden. Also wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, der Qualifier gewinnen, dann stehen wir hier mit 3700 Ingame-Währung auch nochmal am Start. Und 4 bis 10 ist halt wie beim normalen Turnier, die werden dann auch nochmal belohnt. Qualifier 1 ist tatsächlich in Alberta. Das muss ich jetzt hier nochmal vorlesen. Weil das ist halt nochmal das ist, was gerade auch da stand in den Regeln. Und hier stehen nochmal die Mindestgewichte. Also Bass-Saiblinge müssen über 0,3 Kilo sein und amerikanische Seesaiblinge über 1,5. Ich frage mich gerade ehrlich gesagt, ob das überhaupt möglich ist, einen unter 1,5 zu fangen. Gehen die normal nicht so bei 4 Kilo irgendwo rum los? 3, 4? Ich glaube, ich habe noch nie einen mit 1,5 gesehen. Vielleicht ist das neu. Gibt nämlich noch ein paar andere Sachen, die neu sind. Auf jeden Fall ist das Alberta, das dann Michigan, die zweite Quali-Runde und die letzte ist Colorado. Und die Halbfinale und Finale sind tatsächlich bei den Oregon. Ja. Das ist interessant. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber finde ich eigentlich ganz gut. Weil Oregon ist doch so halbwegs machbar, sag ich mal. Auch wenn ich Forellen sowieso hasse, aber egal. Das nur am Rande. So, was dann tatsächlich noch neu ist, ist, dass es hier überall neues Wetter gibt, Freunde. Wir sehen hier so ein halbbewölkter Sonne und auf einmal sind hier Wolken. Das gleiche ist, ja, hier haben wir jetzt nur zwei Wetterabbildungen. Aber zum Beispiel hier in, na hier zum Beispiel auch in Missouri, Wolke, Halbwolke, Sonne. Dann in Colorado gibt es auf einmal Sonne. Sonst war ja immer das gleiche Wetter, da war immer bewölkt, aber jetzt gibt es auch Sonne. Hier Regen, Wolke, Sonne in New York jetzt. Michigan gibt es auch neu. Ganz bewölkt, halb bewölkt, Sonne. Ihr seht, das dynamische Wetter rückt näher und ich kann euch schon mal sagen, die Fische reagieren jetzt tatsächlich darauf. Also ich habe heute in Colorado lange geangelt, weil wir da auch einen historischen Fisch haben. Den habe ich auf jeden Fall auch erwischt zum Glück. Den kann ich euch auf jeden Fall hinten dran schneiden und auch gleich zeigen, wie man ihn fängt. Da bei Sonne habe ich auf dem Halsabschneider Unispot tatsächlich auf einmal Regenbogenforellen gefangen. Ich glaube, ich habe davor noch nie Regenbogenforellen gefangen, aber ich habe dann nur noch Regenbogenforellen rausgezogen. Und ich habe keine verdammte Halsabschneider mehr gefunden. Also man muss sich bei dem Wetter echt jetzt ein bisschen anpassen. Keine Ahnung. Wird auf jeden Fall jetzt erstmal wieder alles durcheinander gewürfelt. Finde ich auf jeden Fall gut. Also das schon mal vorneweg, ne? Ist ein bisschen realistischer dann, dass man das nicht mehr so alles jetzt auf dem Schirm hat und vielleicht dann auch zwischendurch mal wechseln, weil danach hatte ich einen sonnigen Tag, da habe ich wieder Halsabschneider gefangen. Deshalb irgendwie, keine Ahnung, woran es lag. Vielleicht war es auch ein Bug, ich habe echt keine Ahnung, aber ich glaube nicht. Ja, auf jeden Fall, Wetter ist auch neu. Dann gibt es ein neues DLC tatsächlich. Habe ich mir natürlich erstmal direkt gegönnt. Wahrscheinlich werde ich dazu auch ein Giveaway machen, ich weiß noch nicht genau, muss ich mal gucken. Aber ich glaube, ich werde mal ein paar raushauen, weil wir auch fast die 3000 Abos voll hatten, beziehungsweise hatten wir die letzte Woche schon voll, aber dann hat YouTube mal wieder gedacht, komm, wir missten mal ein paar Abonnenten aus, auf einmal waren 70 weg und ich dachte mir, ja, nice, gerade die 3k geknackt und schon hast du nur noch 2000 irgendwas, aber ich glaube, diese Woche kommen wir wieder auf 3k, von daher, was soll's. Ja, DLC habe ich eine tatsächlich mit ausgerüstet, die Angel Sam 1,90 ist ein bisschen wie die Tora von den Stats her, die DLC-Routen haben übrigens eigene Stats, das sind jetzt keine irgendwie Reskins oder so aus dem Shop.
Hat von den Stats her ungefähr die Tora-Werte, aber ist halt nur 1,90, deshalb kannst du damit nicht so geil werfen. Hier die Spule. Auch nochmal 9 Kilo. Aber wie gesagt, also Wurfweite damit ist es ein bisschen beschissen. Ich weiß nicht, vielleicht mit schwereren Ködern dann brauchbar, aber jetzt hier mit dem 14 Gramm werfe ich damit, glaube ich, 36 Meter, mit der Tora werfe ich 64. Also fast doppelt so weit. Und das ist natürlich dann schon ein krasser Unterschied. Dann haben wir noch eine neue tatsächlich. Wenn es hier denn mal lädt, Freunde, willst du? Liberty Cars 270. Das ist ungefähr wie die. Lass mich nicht lügen. Wie die Jigwinner. So ungefähr wie die Jigwinner als Casting-Route. Interessant, interessant. Ich glaube, das gibt es vorher noch nicht. Es gibt, glaube ich, keine 270er Casting-Route bis jetzt. Aber ich habe die jetzt selber noch nicht ausprobiert. Muss ich auf jeden Fall nochmal machen. Sieht auf jeden Fall interessant. Außer Ding dazu dann auch dementsprechend die passende Casting-Rolle, die American Eagle 2000. Jo, dann gibt es noch ein paar Köder dazu und so weiter, aber das sehen wir dann wahrscheinlich nochmal in einem Giveaway-Video. Video. So. Ja, Fische fangen. Das wollen wir machen. Ach ja, hier, die Flaggen gibt es auch noch, aber die können wir direkt nicht mehr zeigen, weil wir gehen jetzt erstmal nach Missouri. Ne, wir gehen nach Texas. Wir fangen in Texas an. Komm, den Fisch habe ich sowieso noch nicht. Jetzt reisen wir dahin und machen da mal einen Wurf drauf. Denn hier gibt es den historischen gepunkteten Barsch. Die historischen Fische sind dann halt die mit den Marken. Die sind jetzt für ein paar Tage da. Ich weiß nicht, wie lange genau. Gibt auch wieder Feuerwerk. Aber das Feuerwerk hat diesmal keinen Einfluss anscheinend. Ich habe so viel Feuerwerk gezündet, weil ich das noch alles von Weihnachten hatte. Aber ich habe keinen darauf erwischt. Auch nicht, wenn andere gezündet haben, habe ich keinen erwischt. Also das Feuerwerk hat da keinen Einfluss drauf, leider. Sondern wir müssen einfach versuchen, so zu fangen. Es ist einfach Glück, glaube ich. Denn Uhrzeiten spielen da wirklich. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie keine Rolle spielen. Genauso wenig wie Wetter. Ich glaube, die fängt man immer, solange man die normalerweise auffängt. Also ja, klar, wenn man es hier um 12 Uhr, die haben übrigens die Uhrzeiten hier entfernt, ist mir auch schon aufgefallen. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel um 12 Uhr versucht, einen Fisch zu fangen, würde ich fast tippen, dass die Chancen gering sind und man da nichts fängt. Also, aber ich sag mal, wenn man jetzt hier morgens und abends angelt, dann hat man schon eine Chance, theoretisch auch den historischen zu erwischen. Wie gesagt, ich habe es jetzt 4 Stunden versucht, ich habe auch genug Fische gefangen, aber leider Pech gehabt. Ich glaube auch nicht, dass die Köder wirklich relevant sind. Von daher, versucht's einfach. Ich habe jetzt hier den Adlerköder, den gibt es tatsächlich an den Flaggen, die zeige ich euch gleich. Aber mit dem Casting Spoon hat der Thomas zum Beispiel seinen gefangen. Zink hat mir auch noch was gezeigt, was hat der für einen Köder gehabt? Spinner 4 Gramm in Dingens hier, in Rainbow. Kalle war hier und hat den mit Spinner gezogen. Rainbow. Und Crankbait habe ich gehört. Also, danke auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle an die ganzen Leute, die im Chat mal gesagt haben, mit was sie da gefangen haben, wenn ich gefragt habe. Aber das hat für mich auf jeden Fall Eindruck gemacht, dass der Köder eigentlich irrelevant ist. Solange man die normalen Fische damit fängt, also die normalen Barsche, glaube ich auch, dass man damit halt die historischen fängt, ist einfach ein Glücksfaktor, glaube ich. Unter Vorbehalt, ja, aber kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Deshalb habe ich hier einfach mal den Atlas-Spoon drauf, weil der 18 Gramm wie ich 3,0 hat. Also ist das schon ein bisschen größer. Das heißt, wir können eigentlich so die großen selektieren, aber wir können auch genauso gut den Casting-Spoon nehmen, wie gesagt, in 3,0. Wir können aber auch, wie eben erwähnt, den Spinner nehmen in 1,0. Da haben wir einen, also nehmt, was ihr wollt. Ja, ganz ehrlich. Nehmt, was ihr wollt. Wir versuchen jetzt hier einfach mal einen Fisch zu fangen auf die Schnelle. Damit wir den Spot sehen. Wobei ich fast glaube, dass auch der irrelevant ist. Solange man halt die normalen Fische da fängt. Also, ihr könnt hier quasi die ganze Breitseite abfischen. Da habe ich zumindest bis jetzt schon Fangberichte von gehört. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass die da hinten im Krautbereich stehen. Oder halt sonst wo in dem See. Aber wie gesagt, von den Bereichen habe ich Fangberichte gehört. Selber noch keinen gefangen, wie erwähnt. Falls ich das noch schaffe bis zum Schnitt des Videos, dann reiche ich das nach, aber beziehungsweise dann hängt das jetzt hier hinten dran als Screenshot oder als Video. Aber wenn nicht, seid euch sicher, man kann ihn so fangen.
Ich habe auch von Lift und Drop gehört, von Stop and Go, von einfach durchziehen mit dem Crank. Also, angelt einfach drauf. Angelt einfach drauf. Wenn ihr tatsächlich alle historischen Fische erwischt in der Eventzeit, dann bekommt ihr irgend so einen komischen George Washington Hut. Das ist dann die Belohnung davon. Damals ein Philbus gehabt, das war dann wohl ein kleinerer, mit dem wir eh nichts anfangen können. Den hättet ihr das mit dem Spinner wahrscheinlich gehakt. Aber ich habe jetzt gesagt, komm. Ich nehme jetzt den großen, weil ich das gerade ein bisschen erzwingen wollte. Und ich habe auch durchaus große Barsche gefangen. Ich glaube, der größte war 894. Und ab 900 gehen die historischen dann los. 900 war immer das Maximalgewicht der Barsche vorher. Und jetzt gehen halt ab 900 die historischen los, weil die gehen auch nur bis 1,2 oder sowas um den Dreh. Ich weiß nicht genau, vielleicht auch 1,3 oder 1,4. Auf jeden Fall sind die Ticken größer als die normalen eben. Aber jetzt auch nichts, was man jetzt nicht rausbekommt. Nicht wie die Koboldfische, die dann 10 Kilo wiegen und sich falten wie so ein Topf mit Gold, der einfach im Wasser treibt. Aber hier fangen wir jetzt auch wieder nichts. Nice. Doch. Da haben wir nochmal einen. Hört sich sogar ganz gut an eigentlich, aber das ist nur die erste Flucht wieder. Und wahrscheinlich sowieso wieder keiner mit einer Münze am Rücken. So, da haben wir einen. 812. Hätte der jetzt eine Marke gehabt, dann wird hier so eine Marke hängen mit der entsprechenden Jahreszahl von 1796, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ja. Könnte sein. Weiß ich nicht, aber nehme ich mal an. Ja, die wird dann hier halt hängen. Und dann wisst ihr habt seinen gefangen. Wunderschön. Packen wir ein. Juckt uns nicht weiter. Und wir versuchen es beim nächsten Gewässer. So also dementsprechend der gepunktete Barsch auf jeden Fall zu fangen. Gehen wir weiter im Programm nach Missouri, um es genau zu sagen. Da muss ich, ach so, da kann ich euch auch die Pfade zeigen. Hier an dem, in Texas war die an einem Haus irgendwo. Bisschen links von dem Haus stand die dann. Da könnt ihr hin. In Missouri kann ich euch den mal zeigen, weil ich selber nicht weiß, ob ich die da überhaupt geholt habe. Denn es gibt drei neue Köder. Wie gesagt, den Adler Spoon, irgendeinen Spinner gibt es noch. Büffelspinner, glaube ich, den Büffelspinner. Oder Bisonspinner, ich weiß nicht. Bison, glaube ich. Bison, irgendwas mit Bison. Und ein Crankbait. Wo genau die gibt und ob die random verteilt sind, weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel mein Spoon habe ich in Texas bekommen. Kann aber sein, dass sie nicht alle in Texas bekommen. Wenn ihr das. Ihr bekommt auf jeden Fall was, aber das könnte dann Feuerwerk sein. Also ihr bekommt entweder Feuerwerk oder einen von den drei Ködern. Und da könnt ihr jeden Tag wiederholen. Ich weiß nicht, ob ihr jeden Tag auch einen neuen Köder bekommt, aber ist auch egal. Wir gehen jetzt erstmal in Missouri. Setup kann ich eigentlich lassen. Also ich glaube, nee, alle Fische sind nicht Forellen, also man braucht schon dann noch andere Setups, so gerade Richtung Michigan. Da ist dann der Muskie auf jeden Fall am Start. Und der ist auch als historischer zu fangen, von daher, da sollte man dann schon passendes Equipment wählen. Hier der Crappie am Start in Missouri tatsächlich. Der weiße Crappie gibt es hier als historischen. Und da können wir auch mal irgendeinen Spoon oder sowas drauf machen. Ich habe jetzt meinen hier mit was habe ich denn gefangen? Weiß schon gar nicht mehr. Medium Spoon, glaube ich. Medium Spoon 1-0, jawohl. Damit hat der Thomas auch erwischt gehabt. Und dann habe ich ihn auch damit gefangen. Aber auch mit dem Mini Bass Jig haben die den hier rausgezogen. Könnt ihr nehmen. Ansonsten denke ich auch mal, die ganzen Medium, ach, die ganzen Nano-Dinger hier gehen wahrscheinlich auch, solange ihr halt Crappies damit fangen könnt. Ja, selbe Prinzip. Solange ihr die Crappies fangt, fangt ihr auch wahrscheinlich den anderen. Hier, den historischen. Ich habe meines tatsächlich hier gefangen. An dem Baum hier und dann Richtung diesem Stein da hinten geworfen. Ihr müsst gar nicht mal so weit werfen, weil da hinten dann tatsächlich auch Kettenhechte und Grashechte stehen. Gerade mit dem Medium Spoon zieht man die relativ schnell mal da raus. Aber wenn man dann zum Beispiel so zu, was weiß ich, Richtung Flussmitte so wirft, dann soll das eigentlich ungefähr passen, dass man dann da dementsprechend auch ein paar Crappies mehr rauszieht und weniger Hechte. Aber ihr könnt auch hier an anderen Spots angeln, die ganzen Schilfkanten entlang werfen, wenn ihr zum Beispiel oben an dem Wellspot steht, gegenüber von den Booten, einfach links die Krautkante lang. Oder hier gegenüber, wenn ich mich jetzt ein bisschen nach links drehen würde, dementsprechend hier die Krautkante lang gegenüber auf der Seite.
Also da, auch hier gibt es, glaube ich, keinen wirklich festen Spot, sage ich mal, wo ihr jetzt unbedingt hinwerfen müsst, um den zu fangen. Ich glaube halt wirklich, ist einfach das Prinzip, dass man einfach Glück haben muss und an der richtigen Stelle muss. Ich habe es auch versucht, mit der Pose zu fangen, aber leider nicht. Mit Erfolg gekrümmt ich in den Beiß halt gerade? Nee, natürlich nicht. Können wir mal kurz vorspulen, um zu gucken, ob das dann vielleicht ein bisschen besser läuft, wenn ich noch einen erwische. Aber ich habe den gerade auch um 5 oder 6 Uhr gefangen und das Wetter müsste eigentlich dasselbe gewesen sein. Weil ich denke, dass ich den auch am ersten Tag erwischt habe. Also beißen die durchaus auch in der Tiefphase, wenn sie nicht gerade so tief ist wie beim Barsch mittags. Aber hier will wieder nichts. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall kann ich hier den gleich dran schneiden, wie ich den gefangen habe. Dann sehen wir, dass hier sowieso einer beißt. Von daher müssen wir uns jetzt hier nicht damit aufhalten, damit wir die Forellen auch mit reinkriegen. Dann haben wir schon mal drei historische Fische abgehakt. Auch wenn wir den einen noch nicht gefangen haben. Aber er müsste mir halt vertrauen und den von mir selber testen, dass der so zu fangen ist. Und zu den anderen weiß ich nicht. Da war ich selber noch nicht. So, was wir jetzt mal machen hier, ist tatsächlich die Pfanne zu suchen. Wo steht die denn hier? Oh, irgendwo muss hier so eine amerikanische Flagge stehen. Die kann eigentlich nicht zu übersehen sein. Da hat der Hering den historischen weißen Crappie aus dem Wasser gezogen. Aber warte mal, jetzt bestimmt bei den Booten da hinten, oder? Kann ich mir so vorstellen zumindest. Ach, guck mal, jetzt ziehen sie alle die historischen raus, wenn ich meine Route nicht im Wasser habe. Hier ist die Fahne. Guck mal, hier ist sie doch schon. Ach cool, habe ich schon geholt. Okay, habe ich schon geholt, aber an jedem Gewässer steht so eine Flagge, außer in Alberta, glaube ich. Habe ich zumindest gehört. Weiß ja bestimmt, war selber nicht da. Aber in Alberta gibt es eigentlich keinen. Ansonsten an jedem Gewässer so ein Fahnenmast, da geht da hin und dann drückt ihr E, wenn ihr das noch nicht gemacht habt an dem Tag. Und dann könnt ihr euch die Flagge hier, bzw. euer Geschenk hier, abholen. So, wir reisen aber zurück. Denn wir wollen natürlich noch die historische Halsabschneiderforelle sehen, die es in Colorado gibt. Und ich suche in der Zeit mal kurz den Community-Eintrag, wo die Liste steht mit den Fischen, welche es wo gibt. Fishing Planet. So, wir können jetzt mal nach Colorado reisen. Reisen. Bin da top vorbereitet hier. Alles. Diskussionen. So. Da ist das Event. Da haben wir sie. Da haben wir die Liste am Start. Ich werde jetzt hier. Wo muss ich nochmal hin? Ne, da muss ich hin. So. Schön am Laden hier. Da hat schon wieder einer eine historische Halsabschneider gefangen. Hier auch direkt die Fahne. Hätte ich auch hier zeigen können, aber ist ja egal. Auch hier. Ja, Köder. Nehmt einfach einen Forellenköder. Ich habe viele verschiedene gehört. Ob nun die Spinner, wie gesagt, die Medium Spoons, Narrow Spoon. Ich habe auch versucht, mit Shiner die zu fangen, aber habe ich nicht erwischt, weil die so ungefähr Trophäengröße haben. Ich dachte, komm, Halsabschneider, Trophäe, fängst du gut mit Shiner. Aber mit Shiner, ich habe, ohne Witz, ich habe auch relativ lange, so locker ein, zwei Ingame-Stunden, nicht einen Zupfer auf Shiner gehabt. Keine Ahnung, was da los ist. Also wenn das beim Turnier so läuft, Freunde, dann kann ich mich schon mal verabschieden direkt. Ist auf jeden Fall eine Menge neu, was das Fischverhalten überhaupt betrifft. Ich weiß gar nicht mehr mit, was ich selber meine Forelle gefangen habe tatsächlich.
könnte tatsächlich der Spinner gewesen sein. Ja, genau, war der Spinner. Denn Thomas hatte gesagt, ich soll einfach auf 1 durchziehen. Und da hat er seinen auch erwischt. Ohne große Spirenzchen. Und dann hat er die damit gefangen und ich dann kurze Zeit später auch. Also machen wir das jetzt einfach hier dann. Am Anfang hängt er ein bisschen am Boden fest, der Köder, aber jetzt kommt er dann langsam hoch. Und dann warten wir, bis ein Biss kommt. Da haben wir dann kurz Zeit in die Liste zu blicken. Also Texas, wie gesagt, der Spotted Barsch, der gepunktete Barsch. Missouri, der Crappy. In New York gibt es dann den Kettenhecht als historischen. Am Rocky Lake hier die Halsabschneider. In North Carolina gibt es den Schwarzbarsch als historischen. In Oregon die Regenbogenforelle. In Florida gibt es den Forellenbarsch. Oh, da war doch einer, oder? Ja, da war einer. Den Forellenbarsch gibt es da als historischen in Kalifornien. In Kalifornien gibt es den Lachs, den, hier nicht den, den ganz hier, den silbernen hier, den, wie heißt der denn? Chinook Salmon. Wie heißt der auf Deutsch? Ich kenne den deutschen Namen nicht. Königslachs. Königslachs heißt er. Und in Michigan den Muskie als historischen. In Alberta auch, da gibt es dann komischerweise keinen. Also wahrscheinlich mit der Flagge da, die da fehlt, keinen historischen Fisch. Keine Ahnung warum. Ist einfach so. Das war die Liste. Die schreibe ich hier unten auch nochmal in die Infobox rein, falls ihr dann da einer nochmal nachsehen möchte und sich jetzt in die mitgeschrieben hat und irgendwo nachgucken möchte, aber steht da zur Not auch nochmal in dem Steam Community Shit. So, versuchen wir nochmal hier eine Forelle zu fangen mit dem Wurf. Wenn nicht, lass mal doch gut sein. Dann haben wir schon mal die ersten drei abgehakt. Ja, da war ein Biss, aber der wollte nicht. War wohl wieder eine Junge. Ja, auch der möchte nicht hängen bleiben. Dann eben nicht, Freunde. Ja, wenn ihr nicht wollt, dann wollt ihr nicht. Also, drei Stück haben abgehakt. Fehlen noch, lass mich lügen, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, 12 gibt's. Ne, 12 sind zu viele. Ja, Panti hat sie. Glückwunsch, Panti. Siehst du, geht doch. Weiß ich nicht. Könnte ich jetzt nachziehen, aber ich habe die Liste wieder zugemacht. Klicke ich einfach mal die Gewässer durch, beziehungsweise zähle mal schnell die Gewässer durch. Dann wissen wir's. So, 2, 4, 6, 8, 10. 10, das heißt 9. Ich finde nur 6. Ja, Leute. An. Beziehungsweise bei mir fehlen noch 7, weil ich den Barsch schon nicht habe. Und für den Hut bräuchte ich dann noch 7. Ja, aber das ist da durchaus machbar. Also, das so grob erstmal alles Neue. Genauer müssen wir natürlich gucken, was sich genau geändert hat. Wie, welche Fische zu fangen sind, ob sich da irgendwas geändert hat bei den Beißzeiten, was anzunehmen ist wegen neuen Wetter und so. Und, aber das alles dann in den nächsten Videos, dann auch vielleicht die anderen historischen noch, wenn nicht auf jeden Fall das Turnier, die Qualifier, ich werde nicht alle Qualifier aufnehmen, vielleicht eins oder so, und dann mal gucken, wie es da läuft. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen, ich hoffe, es wird euch gefallen, und dann sagen wir bis zum nächsten Mal, Petri heil, macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.